Eine Scheune, tierisch in Form. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du eine Scheune. Neue Blaupause. Ach so, nee, ist gar keine Scheune. Dies kann jetzt bei Parkers Dienstleistungen in Auftrag gegeben werden. Heufeld. Ach, das kann ich dann direkt davor machen. Ja, geil. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich hatte heute viel vor und ich sehe jetzt gerade, es ist Sonntag. Das heißt, die Fischstäbchen werden wir wieder nicht verkaufen können, gehe ich mal stark von aus. Wieso? Hä? Wieso muss ich hier nichts gießen? Ich bin verwirrt. Es hat doch gar nicht geregnet. Kitty. Hi, Kitty. Was passiert eigentlich, wenn ich dich jetzt endlich mal vollgeherzt habe hier? Oh. Ich weiß nicht, warum eine Katze eine Grille in der Schnauze anscheinend hatte. Aber sie hat mir gerade eine Grille gegeben. Wie geil. Das wäre dann vielleicht die Antwort da drauf. Also wenn ich jetzt mit zwei Herzen eine Grille noch zusätzlich bekomme. Oh, jetzt kriege ich auch einen Schluck auf hier. Gerade erst die Aufnahme gestartet und schon geht's los. Dann vielleicht bei drei kriege ich dann drei Sachen. Ich weiß es ja nicht. Ich gucke hier rechts nochmal kurz. Ah, wo ist das? Eine Mandel. Woher kommen hier bitte Mandeln? So mitten im Wald liegen die hier rum. Wahrscheinlich von den Eichhörnchen verschleppt oder so. Es tut mir aber leid. Ich werde mich wahrscheinlich sehr viel räuspern müssen in dieser Episode, weil ich weiß nicht warum. Ich denke mal, es liegt daran, dass ich eben was gegessen habe. Schande über mich, ich habe was gegessen. Dummerweise habe ich dann das Problem, da ich eh schon so verschleimt bin, dass immer, wenn ich was gegessen habe, ich danach mich halt eben so anhöre, wie ich mich jetzt gerade anhöre. Und das ist nicht gut. Die konnte man nicht sammeln, ne? Nee. Also, entschuldigt bitte, aber ich kann leider nichts daran machen. Und bevor ich gar keine Folge mehr hochlade, lade ich lieber eine Folge hoch, wo ich mich ein, zwei oder 20 Mal mehr räuspern muss. So. So, jetzt schauen wir mal eben. Ich habe gesehen, dass die, was war das jetzt? Brombeeren, glaube ich, ne? Dass die wieder abpflückbar sind. Da müssen wir natürlich hier oben mal eine etwas größere Runde gehen. Brombeeren, genau. Das ist so geil. Wir können jetzt so viele schöne Sachen hier sammeln und so viele schöne Sachen nutzen. Hier ist auch noch was. Sie hat aber nicht geöffnet, denke ich mal, oder? Ich weiß nicht, es ist sonntags eigentlich. Müsste sie immer geöffnet haben. Nee, sie offenbar nicht. Schauen wir mal eben. Ach so, 9 bis 18 Uhr. Ah. Okay. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wo ist sie? Wenn sie nicht da ist. Ich denke mal, sie ist dann unten rechts in dem Häuschen drin. Das heißt, sie läuft mir wahrscheinlich nicht über den Weg. Weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich des Öfteren, glaube ich, mal vergessen habe, mit ihr zu sprechen. Weil sie ist ja auch sehr neu und man hat das alles nicht so im Kopf natürlich. Also ich zumindest nicht. Ich habe ja eh... Ich habe sehr viel im Kopf von Sachen, die mich interessieren und sehr viel nicht im Kopf, die ich dann automatisiert habe oder irgendwann mal abgehakt habe. Da ist wieder ein großer Fisch, da ist wieder ein großer Fisch. Brauchen wir? Moment, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Das Fest ist auch schon in 4 Tagen, oje, oje. Die Erdbeeren, naja gut, die waren jetzt glaube ich nicht, ach so, doch, für sein Sommerfest-Rezept. Ich weiß nicht, ob wir die vorher noch hinkriegen. Honig gehe ich mal sehr stark aus, dass wir den nicht mehr davor bekommen werden. Da sollen wir nur hingehen. Die Sache mit dem Stoff, da müsste ich mich gleich mal drum kümmern. Kaufe Seidenraupen. Ja, das kann ich ja auch alles noch nicht machen, weil ich ja noch kein Geld habe. Und da warte ich noch auf den Zucker. Moment, was ist mit... Ach so, die Scheune war ja fertig. Ah, dann können wir mal eben kurz, wenn ich schon mal hier oben bin, mal eben kurz den dicken Fisch da angeln. Weil dann kann ich zumindest nochmal Fischstäbchen vorbereiten, weil verkaufen werde ich sie heute, denke ich mal, garantiert nicht können. Weil von wegen Sonntag. So. Eigentlich müsste ich in der Mine auch nochmal gucken. Ich weiß, aber das werde ich dann ein bisschen später machen. Da ist nur ein kleiner Fisch. Oh ja, unser Huhn. Springst du mal drüber?
Hallöchen. Das war das Ei. Aber gut, ich meine, hätte ich beides drauf geklickt. Ich habe irgendwas mit... Achso, Flügelspiel. Das war das, genau. Ja, ich habe ja... Oder ich heiße ja seit Ewigkeiten Feenflügelart. Das ist ja mein Blog, wo ich dann meine großen und kleinen Kunstwerke hochlade. Oh, wir können hier reingehen. Wir haben Mäuschen hier. Aber die Mäuschen, da können wir gar nichts machen. Hallo. Ihr seht mir aber eher nach, nicht nach Mäusen aus, sondern eher nach Degus oder so. Die haben so übermäßig große Ohren. Ah, und wir können uns noch nicht mal die Kuh jetzt leisten, weil wir nichts verkaufen können. Oh, ihr könnt mich doch alle mal erledigen. Achso, wir müssen auch noch mal zu Thomas runter. Hm. Jetzt ist die eine natürlich gerade da. Jetzt haben wir 9 Uhr. Thomas, du bist doch sicher zu Hause, oder? Ja, perfekt. Auf dich ist fast immer Verlass. Hi. Thomas, I hope this isn't too intrusive, but your land. Grandma mentioned it used to be, well, different. Back when my dad moved us here, a ridge protected it from the sea. But that ridge crumbled, and all that seawater, it isn't good for the crops, so I do what I can. I'll make it work. Yeah. Ich schaue nochmal eben. Achso, ist hier unten irgendwas? Nee, ne? Ich schaue jetzt nochmal eben, ob der Typ vielleicht doch mal. Ah, er ist mal da. Er ist mal da. Aber ich habe kein Geld, ne? Oh, 92. Nein. I asked Giva if she'd get drinks with me. And she said she didn't drink. So I asked her if she wanted to get coffee instead. And she said she didn't drink coffee. Don't tell me you didn't get the hint. Well, then I asked if she wanted to get tea. And she said she loved tea, but not men. Ja, das war dann danach zumindest sehr ehrlich, denke ich mal. Ja, wir... Achso, nee, ein Hühnchen wollten wir nicht holen. Ich wollte eigentlich... Okay, ich meine, Hühnerfutter können wir holen. Das ist schon mal gut. Ich wollte aber mal kurz gucken. 1500 für eine Kuh. Und ich brauche eigentlich dringend eine... Also für ein Kälbchen. Das ist ja noch nicht mal eine Kuh. Ich brauche eigentlich dringend ein Kälbchen bzw. eine Kuh, um... um Milch zu machen. Was ist denn das andere? Ein Schaf? Ach so, klar, damit wir dann Wolle bekommen, die wir dann wieder umwandeln können für Stoff. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, das ist doch mal cool. Oh nein, 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 ich will Feenflügelspiel nicht verkaufen. Nein, nein, nein. Vor allen Dingen, man bekommt nur 100 dazu. Also das ist ja, eigentlich ist das ja Beschiss. Okay, wir nehmen jetzt erstmal... 5, dann wären wir 40. Naja gut, ich meine, ne? Was sollen wir jetzt auch groß kaufen? Wir können ja im Moment nichts groß machen. Nehmen wir erstmal für die nächsten 10 Tage, haben wir dann wieder genug. So, ich finde das geil, wie schön magisch das hier alles ist. Ich meine, das soll wahrscheinlich irgendwie elektronisch dann sein, aber es sieht trotzdem irgendwie cool aus. Gut, wir haben wieder Sonntag, wir können wieder quasi nichts machen. Das ist wieder so ein Tag, der mich total nervt. In der Realität würde ich so einigermaßen entspannt sein, wenn auch immer mit dem Hintergedanken, morgen ist wieder Montag. Fairhaven looks like an unassuming postcard. But when you've lived here long enough, the mysteries don't end. Boah, aber hier haben wir auch wirklich fast gar nichts, was die Herzen betrifft, ne? Das ist schon... Es ist abartig, wie viel man dabei braucht, ehrlich. Us not having a school bus like the kids on TV means I'm missing out on some prime pranking opportunities. Tja, sie hat schon mal geschlossen. My mom sometimes calls me by my brother's name. We don't look anything alike. Nein, ich weiß auch nicht, wie sie darauf kommt. So, Kai. Giva is so chill, and she seems psyched about all the spices I've been stocking up on. We're gonna be tight. I can feel it. Ich guck aber noch mal eben. 100 brauche ich für die Raupe. Ja, gut, die hätte ich jetzt fast gehabt, natürlich. Aber gut, ich meine, ich muss ja irgendwie meine Tiere auch füttern. Ich weiß nicht, ob die sonst kaputt gehen. Was kann man denn hier... Ach, der nimmt Papier an?
Papier mache ich ja aus Holz. Aber da müsste ich ziemlich viel davon verkaufen. Das ist auch wieder... Ich hätte jetzt gedacht, um den Sonntag zu überbrücken, aber... Yeah, so if you're trying to impress a girl who sells flowers, don't give her flowers. I speak from experience here. Aha, hat sich da also jemand so ein bisschen in... Sie macht Tai Chi. Ich habe es nur einmal gesehen bei ihr, aber es ist cool. Darf ich dich dabei unterbrechen? Nur ganz kurz. Remember when we used to run a lemonade stand in town and then spend our earnings on ice cream? Yes! Whatever happened to that old ice cream parlor? Oh, the owner retired ages ago. Truth is, it's hard to run a business year-round here. Naja, ich denke mal, das kommt darauf an. Also Lebensmittel brauchen ja alle, ne? Parker told me you're the one to thank for the bridge to the mountain pass being open again. Thanks so much. Oh, it was nothing. Ah, the hot springs are so restorative. You know, I used to go to the onsen all the time with my grandma when we would go visit her in Japan. Well, until I turned 11 or so, then I just felt out of place. Oh, it'd be so nice to have an onsen here with private stalls so everyone can take in the waters while feeling safe and comfortable. We just need some wood. And stones. You need my help to build the onsen, Kim? Only if it's no trouble. Nein, und ich hab auch noch alles dafür, so ein Scheiß. Naja gut, Stein und Holz kriege ich schnell wieder, ne? Ich meine, ich muss zwar dringend mein Beet machen, aber Holz kann ich ja schnell farmen. Also ja, wir machen das. Do you have the materials for the onsen yet? Yep, here you go. Ich hab das immer in der Tasche. Great, I'll get to work on it right away. Once it's done, I'm gonna put a tip jar outside so everyone can contribute to its maintenance. And I think it's best if we all stick to one visit per day so that everyone can have a chance to enjoy the onsen. Those are great ideas. I can't wait to try this onsen out. Ja, es war natürlich jetzt schon, es war zu verführerisch, bin ich ganz ehrlich. That meteorologist seems cool. I want to ask her to get coffee at Sophia's, but what if she thinks I'm hitting on her? Would you be hitting on her? No. I mean it. She just gives off good vibes. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht, ob die auf so jemanden steht. Sie hat geöffnet, sie hat geöffnet, sie hat geöffnet. You know, when Thomas first started coming into my diner, he always took the seat at that booth that faced Lena's store. But now sometimes he sits at the counter instead. Still doesn't say much, though. Mhm. So, so. Dann verkaufen wir jetzt mal die Fischstäbchen. So, dann wäre die nächste Frage. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wofür ich jetzt unbedingt Fischstäbchen haben wollte, wenn ich jetzt ehrlich bin. Irgendetwas wollte ich mir davon doch noch kaufen, aber ich weiß nicht. Also, ob es jetzt die Erweiterung war oder was, keine Ahnung. Ach, wir haben ja wieder Sonntag, ne? Ah. If you were harvesting the bounties of nature and taste a berry only to find it bitter, you spit it out. This is only natural. It is our bodies protecting us from the dangers of poison. And so, when our community is faced with the bitter malcontents, we too must spit them out for the safety of us all. Nein, nicht abhauen. Nicht abhauen. Stehen bleiben. Parker's been bringing the twins to the Consciousness Center since they're not in school, and man, they're cute. But, they're affirming my belief that I don't really want kids. Okay. Cameron started leading walks up to the Overlook. He says it's perfect for contemplating the journey up the Mountain of Consciousness. You should come sometime. I'm good. Thanks. Ja, ich laufe lieber komplett alleine darum. Our community is full of caring and clever people. That's why they voted for me. That's a little mayor humor. Marty's brave, isn't he?
What makes you say that? He moved here without much experience, just hoping everything would work out. Like me. And you. Ja gut, aber was hat das mit mutig zu tun? Das ist doch normal. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. So, und der letzte. Usually I don't eat carbs. I don't know any TV actors who do, and old habits die hard. But even I can't resist the summer pastries Angus has been making. His dough is flakier than my first agent. Plus, you're supporting a Consciousness Center member by buying his products. Yes, I like the way you think. Ja, war doch irgendwie in sich schlüssig, oder? Gut, ich muss mir nur merken, mit wem ich jetzt da alles schon gesprochen habe, weil wenn ich die jetzt natürlich unterwegs wieder sehe. Nur den Jungen hier, der älter ist, ne? Den habe ich selten gesehen. Ja, natürlich ist die Werkstatt geschlossen, das war so klar. Mann, dann schauen wir noch mal, was wir hier noch so finden. Da ist auch noch was. Ah, und heute Abend können wir auch wieder die Blumen pflücken, sehr schön. Mit dir habe ich gerade schon auf der Bank gesprochen, jetzt sitzt du auf einer anderen Bank. Moment, jetzt sind alle die jetzt vorhin vorne waren, sind jetzt alle hier im Wald oder was? Geht's noch? Ich wollte jemanden neuen sehen. Shelby, bist du wenigstens da? Ja, er ist wenigstens da, immerhin. So, you were living in the city before you came here. What did you do? Hey, you mean like a job? I was a stock trader. Did well enough. Wait, really? Why did you quit? Just because you're good at something doesn't mean it's the right life for you. One day it all came crashing down, so I walked away. Ja, hier können wir, oder? Nee, aber auch die Fische können wir gerade da nicht angeln. Ich schaue noch mal unten, ob wir da eventuell mal eben einen Fisch mitnehmen können. Oh, Moment, hier oben sind noch welche. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich nebenbei ganz, ganz viel angel. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Weil das Problem ist, das war so klar, dass der Kleine als erstes rangeht. Das Problem ist nämlich, dass ich halt sehr, sehr, sehr viel Geld im Moment brauche. Weil ich muss auf jeden Fall noch das Beet machen. Und die nächste Aufgabe, die ich mir ja eigentlich zurechtgelegt hatte, war ja dieses eine... ein Wälzer gefangen. Das hätte ich jetzt fast weggemacht. Nee, das war das mit den Seidenraupen. Ach, das haben wir noch gar nicht da drin. Muss ich das auch noch erst bei der Werkstatt machen? Oder hatte ich das jetzt schon gebaut? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr so sicher. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich bin immer verwirrt, aber jetzt bin ich doch ein wenig mehr verwirrt als sonst. So, oben sind wir auch noch nicht entlang gelaufen. Ich würde sagen, das machen wir mal eben, auch wenn, so wie es aussieht, wir wahrscheinlich keinen finden. Boah, sogar die Schule ist am Sonntag geschlossen. Oha, oha. Was geht denn jetzt ab? Die waren alle unten, außer... doch, er war, glaube ich, auch unten. Aber nicht hier... Ja, die haben alle geschlossen. Es ist so ein typischer Sonntag. Also ich glaube, das wird heute wirklich so eine Folge, wo ich mehr farmen werde als alles andere. Es tut mir wirklich leid. Aber das muss dann auch mal zwischendurch sein. So, der Webstuhl, genau. Dafür hatten wir nämlich Holz und Eisenbarren. Gut, Eisenbarren haben wir immer noch. Holz bräuchten wir allerdings noch was. Holz brauchen wir insgesamt 15. Dann würde ich sagen, wir müssen ja sowieso hier unten das wieder mal freiräumen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch noch dazu gehört. Aber der ist auf jeden Fall groß. Oh, vor allen Dingen muss ich auch mal gucken, dass ich tatsächlich Gold bekomme. Ah, ich weiß, wofür ich... Ah, okay. Ich hatte das Holz eigentlich geplant für die Limonade. Stimmt. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ja, jetzt, wo ich es nicht mehr habe. Haha.
Okay, wobei das jetzt nicht so schlimm ist, weil wir haben ja immer noch nicht den Zucker. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal 3 Holz im Petto. Was habe ich gesagt? 15, glaube ich, brauchen wir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Das reicht. Nein. Och, Mädel. Achso, da war gar nichts mehr. Ich weiß nicht, hier. Wahrscheinlich muss ich hier alles frei machen fürs Gemüsebeet, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Ich kann höchstens noch einmal angeln. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Da brauchte ich jetzt auch kein Geld oder so, ne? Doch, 120. Ja gut, aber das haben wir ja auf jeden Fall noch. Ja gut, dann können wir das trotzdem noch in dieser Folge machen. Ich weiß, ich wollte es eigentlich in dieser Folge gemacht haben, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich es dann doch nicht gemacht. Jetzt weiß ich aber, warum man den Werkzeugschuppen ausbauen sollte. Ich habe hier so gar keinen Platz irgendwie. Kriege ich das da oben noch? Na, da kriege ich es noch hin. Ja. Sieht scheiße aus, aber da kriege ich es noch hin. Ich mache es einfach mal hier hin. So. Nein. Muss ich rausgehen? Kerzentauchstation. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles? Metallwerkbank. Für die Herstellung von Metallschmuck und anderen nützlichen Gegenständen. Oh. Ach so, das ist die Kiste, die ich machen muss. Ah, okay. Dann brauche ich doch noch ein bisschen Holz, aber ist nicht so schlimm. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ja gut, und die Raupe natürlich. Okay, das meinten die da mit Kiste. Gut, ich habe jetzt gedacht, und 2 Sachen fehlen noch. Okay, ich habe jetzt gedacht, das soll so eine kleine Kiste werden. Wobei für die Kiste jetzt natürlich nicht viel Platz ist. Also ich muss echt mal den Werkzeugschuppen ausbauen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir müssten nochmal nach unten gucken, ob eventuell jemand noch unten am Wasser ist. Und ob wir eventuell noch Sachen finden können. Gehen wir erstmal hier rum, würde ich sagen. Da können wir nichts angeln. Aber dafür können wir die Beeren hier noch holen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt 3 Sträucher geholt hatten von oben von diesem Bergpass. Oder ob das nur 2 Sträucher waren? Nee, das waren 3 Sträucher. 1 unten in dem Teil, dann 1 in dem Teil, wo man so hochläuft. Und 1 ganz oben, wo sie eigentlich ist. Da müssten wir uns auch gleich nochmal kurz hingehen. Ja, dieses ewige Hin- und Hergelaufe ist ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Aber da ist ein großer Ball. Moment, stand da unten gerade jetzt einer? Doch, da stand doch einer. Meine ich doch, da muss ich erstmal mit dir reden. Nicht, dass du wieder weg bist gleich. I thought these old hands were magic, because they knew when it was gonna rain. But that lady scientist told me that pressure drops before a storm. Makes my arthritis play up. Huh. Hm. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich kenne das. Wir angeln uns das Krustentierchen. Wenn ich das sage, sind erstmal die anderen alle dran. Das nur schon mal als kleine Vorwarnung. Manchmal gehen die auch doppelt dran. Also die Kleinen. Und wieder der Kleine. Das sieht man eigentlich schon an der Art, wie die schwimmen teilweise. Es war so klar. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir einen einzigen Fisch gefangen haben. Quick, got one. Ja, wenn man drüber spricht, passiert es meistens. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. Naja gut, ich hatte die Hoffnung, dass es dann passiert, aber naja. Hier ist noch ein großer, aber den können wir nicht mehr, ne? Ne, wir hatten nur einmal. Also gut, ich muss euch nicht damit belästigen. Ich kann gerade eh nichts mehr machen. Wo kommst du denn her auf einmal? It's easy to complain about my mom. But there's upsides to living with a chef. Das ist richtig. Wo kommt ihr Fische jetzt da unten eigentlich her? Ich habe nichts mehr. Ich möchte jetzt auch keinen Trank wegen euch verplempern, ehrlich gesagt. Da unten gehen wir auch noch mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas einsammeln können. Vielleicht auch noch mal mit jemandem sprechen können. Nope. Moment, noch mal Seetang. Und eine Banane sogar, okay.
Aber ich denke, hier unten wird sonst keiner mehr sein. Doch. Oh, Moment. Hi, Francis. Looking for pearls? I was, but I guess I got lost in thought watching the waves. The water here is much colder, but the waves always make me think of La Isla. Not that I even got to visit it much. Growing up, I didn't really feel at home on La Isla, but I didn't really feel at home in the city either. Do you feel at home here in Fairhaven yet? Es fühlt sich an wie eine Erinnerung. Es fühlt sich mehr nach einem Zuhause an als die Stadt. Ja, genau. Zuhause ist kein Ort, es sind die Menschen. Ja, wobei ein Ort auch. Also ich würde sagen, es fühlt sich mehr nach einem Zuhause an als die Stadt. Well, I might not feel completely at home yet, but it feels more like home than the city ever did. I hear you. I can't imagine ever living there again. No shade. It's just not for me. Maybe once Angus and I are married, it'll feel more like home here. Oh, listen to me. I'm just babbling out loud. Thanks for listening, Tara. Ah, wir haben ein neues Herzchen bekommen. Ja, dann war es ja doch noch gut, dass wir hier nochmal unten rumgelaufen sind. Außer, dass mich hier die ganzen Fische die ganze Zeit so anschauen, so nach dem Motto, fang mich, ach, du hast ja gar keine Energie, haha. Ja, das ist natürlich blöd. Wobei, wobei wir eigentlich noch den Tee hätten. Den Tee würde ich nur gerne, Nee, ich würde sagen, ich mache das wirklich so, dass ich das von Folge für Folge so ein bisschen ausnutze. Weil den Tee würde ich ehrlich gesagt gerne aufbewahren. Ich gehe jetzt mit euch nochmal eben schnell nach oben zu der, ja, was ist denn das jetzt? Meteorologin? Ich weiß es gar nicht mehr. Also die Beobachterin da, die Forscherin. Warum ist dieser Weg, dieses Stückchen hier, bis man den Berg hochläuft, warum läuft die da immer so langsam? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall gehe ich mit euch jetzt nochmal eben kurz komplett hier hoch. Und dann werde ich persönlich nochmal die Nacht anschauen, weil ich dann hinten die Blumen natürlich nochmal einsammeln werde. Das werdet ihr dann aber nicht mehr mitkriegen, das schneide ich raus, weil ne, es ist ja immer das Gleiche. Zeit vorspulen, Blumen pflücken und dann wieder Zeit richtig einstellen und dann wieder weggehen. Das ist ja jetzt nicht so interessant, wie man vielleicht meinen könnte. So, ist sie denn da? Sie ist da, sehr schön. Oh, hi Tara! Nice of you to pop by! I don't get many visitors all the way up here. Only Parker seems to really enjoy the hike up the mountain pass. But it's always nice to have a chat with him. Ja. Okay. Also, ich mache mich jetzt auf jeden Fall mal auf, werde in den Wald gehen, ein bisschen Zeitraffer betreiben und euch werde ich dann... Ja, so viel dann zu, man bleibt da gerne hängen. Euch werde ich dann gleich wiedersehen, wenn ich ins Bettchen gehe. Ich sag dann schon mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.